Willkommen zum Kulturchen Adventure der Freien Bühne Jena. Heute das 17. Türchen mit dem Cello-Quartett Vielseitig. Tonia, Tine, Till und Susanne spielen normalerweise alles Mögliche, aber in diesem Jahr ist auch für sie alles anders. Herzlich willkommen zum heutigen Kulturchen. Wir sind das Cello-Quartett Vielseitig aus Jena und wir haben heute ein klein wenig Weihnachtsmusik für euch mitgebracht. Bei einem Quartett würde man jetzt eigentlich 4 Personen hier erwarten und es sind wir natürlich eigentlich auch. Aber wenn sich zurzeit 4 Personen zum Musikmachen treffen, dann sind es schon relativ viele Haushalte und das passt ja gerade nicht ganz so in den Trend der Zeit. Deswegen haben wir ein bisschen hin und her überlegt und uns letztendlich entschieden, heute nur zu zweit zu kommen, damit wir wenigstens ein bisschen Musik für euch machen können. Naja, und hier sind wir jetzt. Ich bin Tine und das ist Susanne. Bitte einmal winken. Und unsere anderen beiden Mitstreiter, Tonia und Till, die senden auch ihre ganz herzlichen Grüße. Da wir jetzt nur mit der 50% Besetzung hier sind, können wir natürlich nicht genau die gleichen Sachen spielen, die wir normalerweise mit unserem Quartett haben. Aber wir haben dafür eben andere schöne Sachen mitgebracht, vor allen Dingen viel Weihnachtliches. Eins davon habt ihr eben schon gehört. Das Stück heißt Away in the Manger und es ist ein traditionelles Weihnachtslied aus England. Weiter geht es jetzt mit dem Adagio von Benedetto Marcello. Das ist jetzt zwar kein Weihnachtslied im engeren Sinne, aber wir finden es einfach schön und wir hoffen natürlich, ihr auch. Viel Spaß! Weiter geht es mit einem absoluten Weihnachtsklassiker. Ihr erkennt es bestimmt sowieso. Daher verrate ich den Titel nicht. Viel Spaß! Thank you.
hoffen, euch hat das Stück eben ganz genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bevor wir gleich mit dem nächsten weitermachen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, euch ein kleines bisschen über unser Quartett zu erzählen. Wie schon eingangs erwähnt, wir sind ein Cello-Quartett. Uns gibt es seit 2013 und seit 2017 spielen wir in dieser Besetzung zusammen. Wir leben und arbeiten alle in Jena und proben normalerweise einmal pro Woche. Und da spielen wir dann eben alles, was uns Spaß macht. Also eigentlich alles Mögliche. Wir haben ein paar klassische Sachen, aber auch viel Filmmusik oder Musik aus Videospielen. Es wurden auch schon Eigensachen für uns komponiert. Und, ich weiß, das ist eure nächste Frage, wir spielen natürlich auch Sachen von Apokalyptica. Die muss man bloß immer ganz schön üben. Es würde sich also durchaus lohnen, auch mal zu einem unserer Konzerte zu kommen, wenn sie dann irgendwann wieder stattfinden können. Manchmal treffen wir uns aber auch einfach spontan im Park oder sonst irgendwo draußen und spielen einfach eine Runde. Da kann man uns dann auch hören, wenn man zufällig gerade vorbeikommt. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Weiter geht es mit dem nächsten Stück, dem Choral Nearer My God to Thee. Viel Spaß! Das letzte Stück haben wir auch mit dem gesamten Quartett im Repertoire, in einem wunderschönen Arrangement, das an die Version der Piano Guys angelehnt ist. Als nächstes kommen wir zu unserem persönlichen Lieblingsstück des heutigen Abends, zum Christmas Lullaby von John Rutter. Viel Spaß! Thank you.
So, jetzt ist aber wieder Zeit für einen weiteren Klassiker, bei dem man auch wieder ein bisschen wach wird. Es ist ein ganz bekanntes Stück. Ich muss euch den Titel nicht verraten. Ihr erkennt es sowieso. Viel Spaß. Als nächstes möchten wir euch ein Stück mit dem ganzen Quartett spielen, damit ihr uns wenigstens einmal komplett gesehen und gehört habt. Es ist eins unserer klassischen Eingangsstücke sozusagen, weil wir das sehr gerne immer zum Beginn jeder Probe spielen. Das Stück heißt Gerudo Valley aus dem Spiel Zelda Ocarina of Time. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch ja. Und es handelt sich hier um eine Aufnahme vom Sommer 2019, die bei unserem Konzert auf dem Haus auf der Mauer in Jena entstanden ist. Wir hoffen, euch gefällt's. Nun sind wir schon fast am Ende unseres Programms angekommen und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir wünschen euch noch eine besinnliche und vor allem gesunde Weihnachtszeit. Kommt gut durch die nächsten Tage und Wochen und genießt die Weihnachtstage, so gut es unter den aktuellen Umständen möglich ist. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Freien Bühne Jena für die Möglichkeit, am Kulturchen mitzuwirken und vor allem für das Engagement, das hinter dem ganzen Kulturchen steckt. Wenn ihr die Freie Bühne unterstützen wollt, könnt ihr über die Homepage des Kulturchens spenden. Bei uns im Quartett ist es eine Tradition, die Probe immer mit einem ganz bestimmten Stück zu beenden. Und deswegen möchten wir auch heute mit diesem Stück abschließen.
Da es natürlich 4 Stimmen hat, haben Tine und ich jeder 2 Stimmen davon eingespielt. Es ist übrigens tatsächlich noch ein Stück von Apokalyptica. Hier kommt Conclusion.